Hallo liebe Driven-Fans und willkommen im wunderschönen Hamburg. Mit dabei haben wir heute den Opel Insignia Sports Tourer im wunderschönen Rot, könnte man sagen. Definitiv ist er auffallend und ganz ehrlich gesagt, vorhin das erste Mal in meinem Leben auf einen Opel angesprochen worden und das will was bedeuten. Die Limousine sind wir bis dato noch nicht gefahren, dafür jetzt aber hier die Version mit Rucksack und das verspricht definitiv viel Platz für die komplette Familie. Das komplette Design hat sich im Vergleich zum Vorgänger geändert und ich muss sagen, persönlich gefällt er mir schon ziemlich gut. Aber was er so drauf hat, ich würde mal sagen, das schauen wir uns jetzt an. So, und die größte Veränderung beim Kombi im Vergleich zur Limousine findet sich natürlich hier hinten wieder. Zweimal auf die Fernbedienung drücken, im Idealfall klappt es auch. Na, man muss halt vielleicht ein bisschen öfters drücken, aber funktioniert dann ganz gut. Und wenn wir uns das dann hier drin anschauen, haben wir 560 Liter Kofferraumvolumen. Hier passt jede Menge rein. Hier so einen kleinen Kabinentrolley kann man hier ganz einfach reinschmeißen und der geht verloren, als wenn man seinen kleinen Polo irgendwo in die Großstadt parken würde. Ansonsten kann man hier natürlich auch die Sitze wieder umklappen, da hat man dann auch über 1500 Liter Platz. Und ansonsten würde ich mal sagen, das macht definitiv was her. Und da sind einige Hersteller auch noch nicht auf die Idee gekommen, wieder zweimal drücken, nochmal zweimal drücken, vielleicht ein bisschen länger gedrückt halten und mit der Fernbedienung schließt sich dann auch wieder der Kofferraum. Das finde ich richtig gut. So, bevor wir uns aber den Fahrersitz anschauen, schauen wir mal kurz nach hinten. Und ich muss sagen, ja, definitiv gemütlich. Man hat hier genügend Platz für die Beine. Die Kopffreiheit ist auch sehr üppig. Und ansonsten, ja, Wohlfühlcharakter kommt auf. Wunderschönes Leder. Ich würde sagen, auch gut verarbeitet. Das Einzige, was mir da ein bisschen komisch vorkommt, ist der Sitz. Von hinten schaut er doch ziemlich klein und zierlich aus. Also das ist doch schon mal eine Perspektive, an die man sich erstmal als Passagier im hinteren Bereich gewöhnen muss. Aber ansonsten, hier haben wir natürlich auch Sitzheizung ausgestattet, eine wunderbare Mittelarmlehne und so lässt es sich definitiv ein paar hundert Kilometer aushalten. So, und eins muss man sagen, Chapeau, Chapeau im Innenraum. Hier hat sich wirklich einiges getan. Vom alten Insignia keine Spur, alles wurde neu verändert. Wir haben hier eine wunderbare 8-Gang-Automatik. Wir sind hier unterwegs mit der Top-Motorisierung, 260 PS, da geht ordentlich was. Und ansonsten alles wunderbar und klar aufgeräumt. Wir haben hier unser Infotainment-System mit einem wunderbaren Touchscreen und jede Menge Ausstattung. Nebst Sitzheizung haben wir auch Sitzbelüftung, wir haben Lenkradheizung, wir haben hier unseren Spurhalteassistenten, also volle Kanne an Optionen. Hier hat man definitiv bei Opel nicht gegeizt. Ja, zum Fahreindruck kann ich euch leider bis dato nicht allzu viel sagen. Wir haben jetzt hier knapp 3 Stunden mit dem Auto gehabt. Das ist jetzt nicht allzu viel. Und wir sind ja auch mitten in der Innenstadt von Hamburg. Da macht das Autofahren jetzt wahrlich nicht wirklich viel Spaß, ne? Aber wir kriegen dasselbe Auto, also mit derselben Motorisierung als Limousine dann aber im September als Testwagen. Und ich würde mal sagen, da schauen wir uns das Ganze auch noch mal genauer an. Da kann ich euch dann auch einen besseren Fahreindruck vermitteln. Ansonsten so vom ersten Gefühl fährt sich sehr komfortabel. Wir haben hier auch das Head-Up-Display. Das macht wirklich Spaß, damit unterwegs zu sein. Und er fühlt sich wirklich sehr hochwertig an, muss man sagen. So ein bisschen aufs Gas steigen konnte ich. Da zieht er auch ordentlich durch. So, und das war's von mir zum neuen Opel Insignia Sports Tourer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen in wunderschönen Hamburg. Ansonsten, falls es euch gefallen hat, abonniert doch bitte unseren Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und bei Fragen oder Anmerkungen einfach unten in die Kommentare. Bis dann, euer Daniel.